Warum trinkt die Welt jetzt eigentlich auf einmal grüne Smoothies? Und Bitterstoffe? Was ist denn das überhaupt? Schmecken die nicht total eklig? Löwenzahn in den Smoothie? Fressen das nicht nur Kaninchen? Wir schauen uns das mal genauer an. In diesem Video zeige ich dir, warum Bitterstoffe in deiner Ernährung so wichtig sind. Warum du plötzlich einfach abnehmen kannst, nur weil du sie in deinen Alltag integrierst. Außerdem werden die Verdauungssäfte angeregt, das heißt Verstopfung und Sodbrennen haben keine Chance mehr. Und da dein Immunsystem nochmal richtig geboostet werden, lohnt es sich, dass du dieses Video bis zum Schluss anguckst, weil du wirst auf jeden Fall richtig geniale Tipps von mir bekommen. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin seit 20 Jahren Physiotherapeutin. Ich bin Fitness- und Life-Coach für Frauen nach Schwangerschaft. In meiner Akademie, der Maike Droste Akademie, helfe ich den Frauen, dass sie wirklich krasse Ergebnisse erreichen. Das heißt sowohl im gesundheitlichen Bereich, ihre Rückbildung und auch im Fitnessbereich, damit der Körper auch wirklich wieder richtig sexy aussieht. Egal ob ein Kind oder 10 Kinder. Viel Spaß bei diesem Video. Was sind denn jetzt überhaupt Bitterstoffe? Bitterstoffe sind ein wichtiger Anteil der sekundären Pflanzenstoffe. Grob gesagt, es ist alles das, was bitter schmeckt. Damit du schon mal ein Gefühl dafür bekommst, wie wichtig Bitterstoffe eigentlich sind, zeige ich dir an dieser Stelle schon mal, dass du allein auf der Zunge 50 Rezeptoren hast, nur für bitter. Dagegen aber nur so 2, 3 für das Süße. Daran erkennst du, wie wichtig für unseren Körper diese Bitterstoffe sein müssen. Sonst wären doch nicht so viele Rezeptoren alleine im Mund schon für diese eine Geschmacksrichtung da. Magst du gerne bitter oder findest du bitter ekelig? Wo kommen denn jetzt überhaupt Bitterstoffe vor? Du kannst die besten Bitterstoffe dadurch beziehen, indem du regelmäßig draußen Wildkräuter sammelst. Wir machen das jeden Morgen um unser Haus herum, wachsen überall Löwenzahn und Brennnessel zum Beispiel. Ansonsten kannst du sie dir ja wirklich auch selber züchten. Dann hast du wirklich die Sicherheit, dass da nichts anderes dran ist als nur Wildkräuterzutaten. Das heißt, wenn du schon mal Wildkräuter pflückst, dann bist du schon mal auf der sicheren Seite. Ansonsten generell in Kräutern, in Gemüse wie zum Beispiel Brokkoli, in Salaten wie zum Beispiel Rucola. Dann hast du die Obstsorten wie Zitrusfrüchte, Zitronen, Limetten, Grapefruit. Dann kannst du noch die Gewürze nutzen wie Zimt, Kardamom, Kurkuma, in Ingwer und in Kreuzkümmel. Das sind Lebensmittel, die du wirklich immer wieder integrieren kannst und somit deinen Bitterstoffanteil wirklich um ein ganzes Stückchen hochsetzen kannst. Du kannst von den Vorteilen der Bitterstoffe unglaublich schnell profitieren. Zum Beispiel bei der Verdauung. Nimmst du Bitterstoffe auf, heißt das für dich, dass du mehr Verdauungssäfte produzierst. Was hat das für einen Vorteil? Innerhalb der Verdauungssäfte sind dann auch mehr Enzyme. Enzyme sorgen dafür, dass dein Verdauungsbrei besser verarbeitet wird. Heißt mit anderen Worten, du kannst daraus aus jedem Happen, den du gegessen hast, mehr Nährstoffe aufnehmen. Und es bleibt am Ende weniger Müll über. Weniger Blähung, weniger Müll, der irgendwo rumliegt, brach rumliegt und dann auch Entzündung produzieren kann. Und so geht es dir auf jeden Fall an der Stelle schon viel besser. Hast du vielleicht Probleme mit Sodbrennen? Dann hier der nächste Tipp, dass den Magensaft können Bitterstoffe auch unglaublich gut neutralisieren. Das heißt, entweder hast du bei Sodbrennen zu viel oder zu wenig Magensaft. Die Medikamente, die du nimmst, die reduzieren immer nur. Aber Bitterstoffe sind viel intelligenter. Weniger Nebenwirkungen oder wenn überhaupt nur positive. Und sie sorgen dafür, dass du immer genau so viel Magensaft hast, wie du wirklich brauchst. Dadurch, dass der Insulinspiegel nicht mehr so stark schwankt, wenn du mehr Bitterstoffe aufnimmst, wirst du spüren, dass dein Essverhalten sich unglaublich verbessert. Das heißt, kennst du Heißhungerattacken mit Bitterstoffen? Hat man da lange nicht mehr so viel von. Dein Sättigungsgefühl tritt viel schneller ein, weil die Nährstoffdichte höher ist und weil dein Gehirn schneller den Impuls bekommt, ey, gute Nährstoffversorgung, ich brauche gar nicht mehr so viel essen. Außerdem sorgen Bitterstoffe wieder durch diese Rezeptoren, die angesprochen werden, für einen besseren Geschmackssinn. Es ist völlig unnatürlich, so auf süß getrimmt zu sein.
Das heißt, komplett alles, was mit Abnehmen zu tun hat, alles, was mit einem gesunden Körper zu tun hat, wirst du dich boosten, wenn du die Bitterstoffe mehr integrierst. Bezogen wieder auf den Magen- und Darmtrakt ist es so, dass allgemein der Säurehaushalt im Körper drastisch reduziert wird, wenn du mehr Bitterstoffe aufnimmst. Und dein Energielevel steigt enorm, das heißt, dein Alltag wird wiederum viel einfacher. Wenn du öfter von mir die Videos schon schaust, dann weißt du, dass ein Säurehaushalt im Körper sowieso geringer gehalten werden soll und wir wollen das eher ein bisschen basisch halten. Viele Krankheiten können nur entstehen, wenn du deinen Körper mehr auf Säure trimmst. Also hier wieder ein klarer Vorteil der Bitterstoffe. In meinen Videos erzähle ich oft von den guten und schlechten Bakterien im Darm. Und die Bitterstoffe, die sorgen dafür, dass die schlechten abdampfen. Das heißt wiederum ein großer Vorteil. Alles im Körper kann sich besser reinigen, wenn diese blöden, schlechten Bakterien endlich abhauen. Unter anderem betrifft es deine Haut. Egal, ob du jetzt unreine Haut hast oder meinen Kanal gefunden hast, weil du wieder zum Beispiel einen schönen Bauch haben willst oder allgemein am Körper deine Haut verschönern möchtest. Integrierst du die Bitterstoffe in deinen Alltag, wird deine Haut besser. Und wenn du das Ganze jetzt zusammenpuzzelst, kannst du dir vorstellen, allgemein kommst du in ein viel positiveres Verhalten. Das heißt, Depressionen haben lange nicht so viele Chancen bei dir und du kannst dagegen wirken, nur weil du diese Bitterstoffe wirklich in deine Ernährung mit einbaust. Heutzutage findest du, wenn du nicht bewusst drüber nachdenkst, kaum noch Bitterstoffe in deiner Ernährung. Die Lebensmittelindustrie hat dich völlig auf salzig und süß getrimmt. Das ist ein Problem, weil diese paar Rezeptoren jetzt dieses Hauptmerkmal bekommen. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir erstmal diese 50 Rezeptoren wieder beanspruchen und wieder als normal empfinden. Und das Problem ist, dass wirklich schon, wenn wir schon diese Rucola und die anderen Salate, Brokkoli, alles, was ich vorhin aufgezählt habe, zu uns nehmen, dass das da auch noch rausgezüchtet wurde. Das heißt, selbst wenn wir uns schon gesünder ernähren wollen und die Bitterstoffe wissen, wo sie drin sind, kann es sein, dass die Industrie dafür gesorgt hat, dass sie trotzdem draußen sind. So, und deswegen macht es Sinn, dass man wirklich bewusst sich Produkte anschafft bzw. Wildkräuter sammelt, damit man hundertprozentig weiß, da war die Industrie auf gar keinen Fall dran. Was du wissen musst, ist, dass in Fertigprodukten gar keine Bitterstoffe mehr drin sind. Das heißt, sobald die Industrie wirklich daran rumgearbeitet hat, ist es definitiv weg. Das eine ist, wenn man es aus Rucola und aus Brokkoli rauszüchtet, dann ist wenigstens noch minimal was drin. Wenn du siehst, Industrie hat das alles schon erhitzt und so weiter, dann sind sie raus. Ich zum Beispiel bin von einer Firma total begeistert und das ist Lebenskraft pur. Also wenn ich mir was hole, dann immer von denen. Das sage ich wirklich aus Überzeugung. Deswegen habe ich mal hier zwei Gläser aufgespart. Das ist einmal das Basis Plus von Lebenskraft pur und einmal die 7 Kräuter. Ich werde dir das mal unten verlinken. Ich bin von den Menschen, die das herstellen, unglaublich begeistert und von den Produkten und ich stehe da wirklich zu 100% hinter. Kannst du bei mir gucken? Glong, genau diese Produkte stehen bei mir herum. Wenn du diese beiden Produkte schon bei dir hast, dann weißt du auf jeden Fall schon, dass du unglaublich viel an Bitterstoffen schon abgedeckt hast. Das bedeutet für dich, wenn du jetzt zum Beispiel dir auch einen grünen Smoothie machst, dann hast du die Bitterstoffe gleich mit drin. Wenn du jetzt andere Mahlzeiten dir zubereitest und nimmst dir die Bitterstoffe schon vorher, dann sind schon im Voraus deine ganzen Verdauungsenzyme angeregt. Das heißt, dein Essen wird viel besser verarbeitet. Wenn du sie nach dem Essen zu dir nimmst, dann weißt du, dass auch hier die Verdauung natürlich dafür sorgt, dass alles noch besser verarbeitet wird und dein Völlegefühl ist nicht so stark und die Verdauung wird einfach auch ja, viel einfacher für deinen Körper. Wenn du jetzt immer noch denkst, Bitterstoffe sind nicht so wichtig, dann weißt du aber auch an dieser Stelle, deine Verdauung wird nicht so gut funktionieren. Das heißt sowas wie Übelkeit und Sodbrennen, Völlegefühle, Heißhungerattacken, alle diese Dinge wirst du eher haben, wenn du jetzt sagst, ich integriere sie nicht. Und da dein Immunsystem auf jeden Fall viel schwächer ist, musst du damit leben, dass du häufiger krank bist. Könnte deine Verdauung besser laufen und dürfte dein Immunsystem so ein bisschen stärker sein? Wie kannst du denn jetzt am besten starten? Also Punkt 1 habe ich ja gerade schon gezeigt. Ich bin von dieser Firma Lebenskraft pur total begeistert. Und hier kannst du wirklich mit diesen kleinen Pulverchen arbeiten, dass du mit ganz kleinen Mengen anfängst und zum Beispiel steigerst.
Ich würde auf jeden Fall die grünen Smoothies in dein Leben integrieren, einfach weil dort auch noch viele andere Nährstoffe sind. Du kommst an das ganze Chlorophyll, was wiederum dein Blut reinigt. Das erkläre ich dir nochmal in einem anderen Video, aber das kannst du dir schon mal merken. Das heißt, wenn du jetzt das noch nicht gewohnt bist, wirst du Bitter wirklich eventuell ekelig finden. Wenn du es ekelig findest, weißt du, dass du es noch dringender benötigst. Fang also an, die Smoothies zu machen, so wie du sie magst. Nimm einen Gemüseanteil mit rein und wenn du schon was pflücken kannst, nimm dir diese Wildkräuter. Und dann steigerst du den grünen Anteil immer etwas mehr. Probier doch auch zum Beispiel mal mehr Salate, mehr Salatsorten durch, zum Beispiel sowas wie Rucola und Chicorée und so weiter, dass du nicht immer nur den Kopfsalat, wo schon alles rausgezüchtet ist, nimmst. Und so wirst du spüren, dass du deinen Gaumen, deine Zunge immer mehr auf bitter trimmen kannst. Heute kann ich diese sieben Kräuter und dieses Basis Plus zum Beispiel einfach in ein bisschen Wasser einrühren, ohne das eklig zu finden, wegtrinken. Ich mache nochmal Wasser drauf, spüle nochmal durch, dass ich die letzten Krümel habe und zack, trinke ich das einfach nochmal nach. Und manchmal vergesse ich das Nachspülen sogar. Ich finde das nicht mehr eklig und das wirst du auch schaffen. Beim ersten Mal machst du vielleicht so. Und mit den Malen wird das immer normaler. Also das, was wir heute an Smoothies trinken, das hätte ich damals widerlich gefunden. Heute denke ich, was lecker. In meinem Online-Kurs, dem Body-Aktiv-System, erkläre ich dir noch viel genauer, wie Gesundheit, Ernährung und Sport zusammenhängen. Hier werden sich sehr viele Fragen von dir klären und du wirst auf jeden Fall noch krassere Ergebnisse haben. Du hast jetzt festgestellt, dass Bitterstoffe einfach integriert werden müssen. Wenn du ein gutes Immunsystem haben möchtest, dann brauchst du Bitterstoffe. Wenn du mittlerweile verstanden hast, wie wichtig die Verdauung für alles im Körper ist, dann wirst du merken, du brauchst einfach Bitterstoffe. Wenn du abnehmen möchtest, hast du gespürt, du brauchst jetzt einfach Bitterstoffe. Außerdem hast du vielleicht meinen Kanal gefunden, weil du eine schönere Haut haben möchtest. Zum Beispiel nach der Schwangerschaft, am Bauch. Und auch hier werden dir die Bitterstoffe helfen, dass du wirklich ein gutes Ergebnis hast. Es lohnt sich wirklich, den Gaumen auf einen neuen Geschmack zu trimmen, nämlich dem natürlichen Geschmackssinn. Wenn du noch mehr von diesen Tipps und Tricks haben möchtest von mir, dann melde dich bei mir. Ich helfe dir, wie du wirklich einfacher abnehmen kannst, wie du deinen Körper verschönerst, wie du deine Gesundheit boostest und wie die Rückbildung wirklich gut funktioniert. Und das Ganze zum Beispiel in einem Gratisgespräch. Weißt du, dass du dich nur bei mir melden musst und wirklich gratis individuell mit mir sprechen kannst? Ich freue mich immer richtig auf diese Gespräche, weil dann haben wir beide einen ganz anderen Kontakt. Und ich kann dir wirklich individuell sagen, was für deinen Körper am besten ist. Außerdem hast du natürlich die Möglichkeit, diesen Kanal zu abonnieren. Dann denk an das kleine Glöckchen, weil dann sagt YouTube dir Bescheid, wenn ich wieder so ein geniales Video für dich produziert habe. Außerdem freue ich mich immer, wenn ich mit dir Kontakt habe. Erstmal interessiert mich natürlich deine Meinung. Schreib doch mal unter dieses Video einen Kommentar, wie du zurzeit Bitterstoffe integrierst oder ob das vielleicht ein ganz neues Thema für dich war. Außerdem kannst du sehr viele private Einblicke von mir bekommen, wenn du mir bei Instagram folgst. Bei Facebook bin ich natürlich auch. Hier kannst du mir auch gerne mal per Messenger oder auf meiner Fanpage schreiben. Auch hier kann ich dir natürlich wieder individuell helfen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du mich jetzt schon gefunden hast, dass wir zusammen mit deinem Körper unglaublich geniale Ergebnisse erzielen können. Denn warum sollten die anderen vielen Frauen das schaffen und du nicht? Wenn du dich bei mir meldest, ist dein Ziel mein Ziel. Ich freue mich auf dich und ich bin mir sicher, dass wir eine richtig geniale Zeit zusammen haben werden. Tschüss, sagt Maike Droste.